Gestern Nachmittag haben wir kurz vor 14 Uhr Meldungen über Notruf bekommen, dass im Bereich Bliesskastel-Webenheim zwei Fahrzeuge beschossen worden waren. Die Einsatzkräfte dort vor Ort fanden das auch so bestätigt vor, da wir zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass sich ein mutmaßlicher Schütze noch dort aufhält, haben wir die Ortsdurchfahrt in Webenheim gesperrt, eine große Zahl Kräfte hinzugezogen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Schützen dort verlief aber ergebnislos. Die Beschädigungen waren teilweise an der Scheibe bzw. auch am Tür auf der Fahrerseite. Es sind dort deutliche Spuren zu erkennen. Es sind aber keine Beschädigungen im Sinne eines Durchschusses erfolgt. Die Fahrzeuge, auch die anderen Fahrzeuge, die beschädigt wurden, werden derzeit noch untersucht und da erhoffen wir uns Rückschlüsse auf die verwendete Waffe. Was wir bislang wissen, ist, dass 6 Fahrzeuge insgesamt beschossen wurden, darunter ein Bus. Die Tatorte, die uns jetzt bekannt sind, liegen im Bereich der B423. Das zieht sich von Bliesskastel über Biesingen bis ins Mandelbachtal. So verteilen sich auch die bislang bekannten Tatörtlichkeiten. Wir haben ja gestern noch einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Da könnte es durchaus noch sein, dass sich noch mehrere Fahrzeugbesitzer melden, die vielleicht die Beschädigung so nicht bemerkt haben und jetzt erst im Nachhinein feststellen. Untersuchungen der Fahrzeuge bzw. der Beschädigung laufen ja noch. Das heißt, wir haben noch keine genaue Vorstellung über die verwendete Waffe. Das sollen die Untersuchungen ergeben. Letztlich laufen die Ermittlungen derzeit wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, ob hier eine Unterstellung erfolgen muss, dass gezielt auf Personen geschossen wird, das können wir derzeit noch nicht sagen. Das könnte aber auch noch Ergebnis letztlich der Ermittlungen werden. Das können wir noch nicht abschließend beziffern. Es sind Scheiben beschädigt worden, auch Beschädigungen im Blech. Das ist dann von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, letztlich wie hoch da die Reparaturkosten ausfallen. Auch wenn wir bislang keinen Durchschuss der Projektile festgestellt haben, aber ist es trotzdem denkbar, dass ein Fahrzeugführer erschrickt, es zu ungewollten Fahrmanövern kommt. Wir sprechen hier von einer Landstraße. Da werden Geschwindigkeiten über 70, 80 km/h gefahren. Das kann natürlich zu gravierenden Schäden führen. Ähnliche Vorfälle sind mir jetzt aus der jüngeren Vergangenheit nicht bekannt. Ich kann mich an eine Sache erinnern im Bereich Lebach. Dort wurde allerdings mit einem scharfen Gewehr auf mehrere Fahrzeuge geschossen. Damals ist auch niemand verletzt worden, so wie ich mich erinnere. Aber die Schäden an den Fahrzeugen waren gravierender. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Wir haben einen Zeugenaufruf, da müssen wir mal abwarten, was wir an Nachrichten hier bekommen. Unter Umständen gibt es auch Hinweise auf das Fahrzeug. Wir gehen ja derzeit davon aus, dass aus einem fahrenden Fahrzeug auf die anderen Fahrzeuge geschossen wurde. Da müssen wir die Zeugenhinweise abwarten und auswerten. Letztlich ist auch denkbar, dass noch andere Fahrzeuge beschädigt wurden, sodass sich da noch Ermittlungshinweise ergeben.